Für Centrotherm geht das Leben weiter. Die Gläubiger und Aktionäre stimmten am Dienstag dem Insolvenzplan zu. Und damit wird Centrotherm entschuldet. Centrotherm hatte im Juli 2012 ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Das macht nach dem neuen Insolvenzrecht eine schnelle Sanierung möglich. Sachverwalter Martin Hörmann sagte, es ist damit innerhalb von wenigen Monaten gelungen, einen weltweit tätigen, börsennotierten Konzern wieder fit für die Zukunft zu machen. Und die rund 1000 Arbeitsplätze, die bleiben auch erhalten. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Alfred Maidon vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Maidon, die Gläubiger und Aktionäre von Centrotherm haben dem Insolvenzplan also zugestimmt. Ist Centrotherm jetzt damit tatsächlich gerettet? Naja, zumindest ist erstmal das Schlimmste abgewendet worden, die Insolvenz nämlich. Das hätte das Aus für die Firma bedeutet. Das Unternehmen existiert zunächst weiter. Es wird natürlich die Zukunft zeigen, ob dann auch die geplante Neuausrichtung gelingt. Man will ja ein zweites Standbein sich aufbauen, neben dem Solargeschäft, unter dem ja Centrotherm stark gelitten hat, unter dem schwachen Solargeschäft. Man will in den Halbleiterbereich hineinwachsen. Man will Kosten sparen. Ob das alles gelingt, wird sich zeigen. Aber zumindest ist erstmal das Allerschlimmste vom Tisch. Von einer endgültigen Rettung zu sprechen, das wäre allerdings noch zu früh. Wie sieht denn diese Kapitalmaßnahme ganz genau aus? Ja, das ist schon relativ komplex und auch relativ neu. Also die Gläubiger, 30% der gesamten Forderungen werden bis 2015 gestundet. Die anderen 70%, die gehen an eine Verwaltungsgesellschaft. Und diese wiederum erwirbt 80% der Centrotherm-Aktien. Und das passiert über einen sogenannten Debt-to-Equity-Swap. Also die alte Aktionäre werden einen Kapitalstand hinnehmen müssen im Verhältnis 5:1. Das heißt, aus 5 Aktien werden dann eine. Dann wiederum wird das Kapital wieder aufgestockt. Und diese 89%, die gehen eben dann an diese Verwaltungsgesellschaft. Und diese behält die Aktien dann und soll sie bis zum Jahr 2015 gewinnbringend verkaufen. Was sich genau dahinter verbirgt, das ist natürlich noch nicht klar. Das Problem ist natürlich für die alte Aktionäre, dass sie aus 5 Aktien dann nur noch eine haben. Aber es heißt ja, dass die Gläubiger eine Chance darauf hätten, 100% der Forderungen zu realisieren. Ist das tatsächlich so? Naja, möglich ist immer alles. Das wird natürlich relativ schwierig, denn die gesamten Forderungen belaufen sich auf 460 Millionen. 70% davon wären 322. Und das heißt, der Wert dieser 80% der Aktien müsste dann bis 2015 wieder diese 322 Millionen erreichen. Im Moment haben wir einen Börsenwert bei Centrotherm von 30 Millionen. Das heißt, also die Aktie müsste sich oder der Börsenwert müsste sich verzehnfachen und das halte ich doch für sehr ambitioniert, dieses Ziel. Insofern glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sonst bei einer Insolvenz wäre das Geld wahrscheinlich zu einem großen Teil weg gewesen. Insoweit ist das schon die bessere Variante. Aber wenn Sie jetzt als Anleger spekulativ unterwegs wären, würden Sie die Aktie dann kaufen oder gibt es doch den großen Einbruch, wie zum Beispiel bei Conergy? Auf keinen Fall würde ich die Aktie kaufen, denn das Problem ist, wie auch eben bei Conergy und wie bei Qcells, Leidtragende dieser ganzen Maßnahmen sind in erster Linie die Aktionäre, weil eben sie 4/5 ihrer Aktien verlieren werden. Und wer wird jetzt schon eine Centrotherm-Aktie kaufen, wenn er weiß, dass er in einigen Wochen oder Monaten nur noch 1/5 der Position hält? Also das sieht für die Aktionäre nicht gut aus. Natürlich ist es immer noch besser als eine Insolvenz, aber ich glaube, vom jetzigen Niveau aus dürfte die Aktie eher sich noch im Kurs verbilligen, weil eben, wie gesagt, diese Aktien zusammengelegt werden. Also Finger weg von der Centrotherm-Aktie, sagt Alfred Maidon. Danke für Ihre Einschätzung. Nicht zu danken.